gesprochen. Wir sind alle voller Vorfreude auf den 19. Mai. Nicht nur wir als politisch Verantwortliche, sondern ich glaube die ganze Bevölkerung. Die letzten Monate haben für uns alle extrem viel Verzicht bedeutet. Viele Menschen mussten sich massiv einschränken. Viele konnten ihrer Leidenschaft nicht nachgehen, egal ob das jetzt Sport oder Musik war. Und für die Wirtschaft war es eine extrem harte Zeit, weil viele Branchen von Schließungen betroffen waren. Und Gott sei Dank hat die Strategie in der dritten Welle sehr gut funktioniert. FFP2-Masken, intensives Testen, das hat dazu geführt, dass wir in 6 Bundesländern gar keinen harten Lockdown durchführen mussten, zum Beispiel in der Steiermark. Das war eine Erfolgsstrategie. Und jetzt durch die saisonalen Effekte, vor allem aber auch durch den Impffortschritt, entwickelt sich die Situation noch deutlich besser. Landeshauptmann hat die Zahlen für die Steiermark schon genannt. Ich möchte vielleicht Österreich weit ergänzen. Wir haben heute wieder in Österreich unter 1000 Neuinfizierten. Wir haben nach wie vor sinkende Ansteckungszahlen. Und das erste Mal seit 6 Monaten haben wir mittlerweile unter 1000 Menschen, die im Spital behandelt werden müssen. Das ist auch etwas, was Grund zur Hoffnung gibt. Wir haben nächste Woche am Mittwoch die großen Öffnungsschritte. Bis dahin werden 3 Millionen Menschen erst geimpft sein. Das bedeutet, dass wir beim Impfen nicht nur gut im Zeitplan sind, sondern schneller sind als erwartet. Noch vor Ende Juni werden alle, die sich impfen lassen wollen, sich auch impfen lassen können. Und das bringt den Sieg über die Pandemie. Das heißt, ich halte es mit Hermann Schützenhöfer. Jeder muss einen Beitrag leisten. Wir müssen vorsichtig bleiben. Die Masken werden noch eine Zeit lang eine Rolle spielen. Impfen, testen oder genesen als Zugangsvoraussetzung, das ist am Anfang notwendig. Es braucht Sicherheitskonzepte, auch wenn die manchmal für uns alle beschwerlich sind. Aber das braucht es noch einige Zeit. Aber generell ist unser Ausblick ein guter. Und das freut nicht nur uns als politisch Verantwortliche, sondern ich glaube die ganze Bevölkerung. Abschließend ein Wort zur wirtschaftlichen Entwicklung. Die Öffnungsschritte sind natürlich auch ein massiver Turbo für die Wirtschaft und insbesondere für den Arbeitsmarkt. Wir werden dadurch unzählige Menschen wieder zurück in Beschäftigung bringen können. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das muss ja unser Ziel sein, dass die Menschen Arbeit haben und selbst auch von dieser Arbeit leben können. Daher freue ich mich, dass die Hotels und auch viele Gastronomiebetriebe bereits gut gebucht sind und dass es in allen Bereichen in die richtige Richtung deutet. Vielen Dank. Ja, danke auch für Ihre Begleitung, für Ihr Interesse dem Hermann Schützenhöfer, dafür, dass wir da in der Oststeiermark wieder auf Sperrtournee sind. Bekanntermaßen, wie er es angekündigt hat, bin ich ja hier aufgewachsen, ein paar Kilometer von hier weg. Das freut mich nämlich dann doppelt. Aber was wirklich entscheidend ist, dass wir im wirtschaftlichen Bereich, auch im sozialen Zusammenleben, im sportlichen Leben, im kulturellen Leben und überall wieder positive Perspektive bieten können, dass deshalb die angesprochene Entwicklung der sogenannten pandemischen Schlüsselindikatoren sich besser entwickelt hat als prognostiziert, und die Prognosen waren schon nicht so schlecht, weil die Maßnahmen gegriffen haben, die aufgezählten, auch die Regionalisierungskonzepte, das hat dazu geführt, dass da genau kein harter Lockdown war, woanders aber schon. Auch dazu gratuliere die das gemacht haben, weil es jetzt überall besser läuft. Und wir haben auch nicht die Nerven weggeschmissen, wenn es in irgendwelchen Bundesländern dann ein bisschen schlechter gelaufen ist, weil das Richtige geschehen ist, nämlich regional, bezirksweise, oft nur in bestimmten Gemeinden, Gemeindegruppen, Maßnahmen zu setzen. Sollte es je wieder notwendig sein, hätte sich dieses Konzept bewährt. Davon muss man jetzt aber nicht ausgehen. Aber wir haben eben gelernt aus dem Vorjahr, und mit diesen ausdifferenzierten Maßnahmen konnte doch bisher auch ein gewisses wirtschaftliches Leben ermöglicht werden. Sonst würden auch jetzt die Zahlen in der Wirtschaft nicht schon wieder so in die richtige, gute Richtung weisen. Und jetzt ist natürlich das große Comeback nicht nur angesagt, sondern alles deutet darauf hin, dass das auch gelingen kann. Und zwar, weil die Rettungs- und Überbrückungsmaßnahmen doch gut funktioniert haben. Wir haben es jetzt im Vorgespräch auch gehabt. Auch in dieser Region ist es jetzt hinterher betrachtet doch noch besser gelaufen, als vor eineinhalb Jahr oder vor einem Jahr zu befürchten gewesen wäre. Und mit den vielen Unterstützungs- und für die Zukunft Investitionsmaßnahmen bringen wir schon, wenn man das vor allem mit anderen Ländern in Europa vergleicht, viele Ökonomien
ökonomische und, was mich natürlich immer freut, auch ökologische PS auf die Piste, weil sehr viel investiert wird in die Modernisierung der Wirtschaft. Und das, glaube ich, ist jetzt auch noch, wenn man es hinterher betrachtet, tatsächlich das Einlösen einer Einsicht, eines Versprechens dann, dass wir ja mehrere Krisen in Wahrheit gleichzeitig haben und versuchen mit Maßnahmen auch mehrere Krisen zu bekämpfen oder die Dinge ins Positive zu drehen. Und das schaut momentan wirklich sehr, sehr gut aus. Ich glaube, wir werden, wenn wir wieder in ein Jahr dastehen und dann auf 2 Jahre Pandemie oder wenn es nur so lange dauert, das glaube ich nicht, aber auf 2 Jahre Entwicklung zurückblicken, sehen, dass wir auch im ökologischen und ökonomischen wirtschaftlichen Bereich wieder uns weit nach vorne begeben haben. Gibt es Fragen? Danke. Also doch, Frage, Entschuldigung. Viele beobachten auch, dass sollte es zu einer Amtswiederholung zu kommen, Neuwahlen im Raum stehen würden. Insofern meine Frage, inwieweit sind Neuwahlen Teil Ihrer Überlegung? Also vielleicht einmal zunächst zu den unterschiedlichen Worten, die man auseinanderhalten muss. Zur Anzeige ist es ja schon längst gekommen, nämlich von Sozialdemokratie und NEOS. Die haben mich mehrfach schon angezeigt. Es gab auch zahlreiche anonyme Anzeigen. Ich lehne diese Anzeigenkultur ab. Ich habe das auch schon mehrfach in Interviews betont. Ich glaube, die Politik sollte der Wettbewerb der besten Ideen sein, sollte da und dort auch ein harter Diskurs sein, sollte der Wettbewerb sein, wer leistet die beste Arbeit fürs Land, aber nicht ein Wettbewerb darin, wer kann am besten Anzeigen schreiben. Dass es jetzt dieses Ermittlungsverfahren gibt, das nehme ich zur Kenntnis, dass hier eventuell Anklage erhoben wird, ein Strafantrag gestellt wird, damit rechne ich auch. Dann habe ich wenigstens vor dem Richter die Möglichkeit, meine Sicht der Dinge darzulegen. Ich weiß, was ich in meinem Leben getan habe und was nicht. Und ich bin definitiv mit dem Vorsatz zum Urschuss gegangen, dort wahrheitsgemäß auszusagen, auch wenn viele Themen, die dort behandelt werden, jahrelang zurückliegen. Und ich habe immer mich bemüht, nach bestem Wissen und Gewissen zu antworten. Dass jetzt im Nachhinein Wortklaubereien betrieben werden, dass zuerst dort Abgeordnete Unterstellungen in den Raum stellen, mit Zwischenrufen arbeiten, eine aufgeheizte Stimmung erzeugen oder da und dort auch mit Suggestivfragen versuchen zu operieren, nur um ja irgendwie einen Widerspruch zu kreieren. Das ist leider Gottes so in den Urausschüssen, damit muss man leben. Damit muss auch ich leben, aber ich habe stets dort versucht, die Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Bundeskanzler, es wird auch um die Verlängerung des Untersuchungsausschusses gehen. Sollten die Grünen hier so eine Verlängerung stimmen, wäre das für Sie ihrerseits ein Grund, Neuwahlen auszurufen? Ich glaube, dass es überhaupt keinen Grund gibt, um ständig über Neuwahlen zu spekulieren. Wir arbeiten gut zusammen in der Bundesregierung. Wir haben eine Menge zu tun. Die Pandemiebekämpfung, der Landeshauptmann hat schon angesprochen, die Pandemie ist auch nicht vorbei. Wir werden Mutationen haben, wir werden Impfstoffe anpassen müssen. Da wird noch viel auf uns zukommen. Es kann nach einem positiven Sommer schon im Herbst wieder schwierig werden. Und darüber hinaus müssen wir das wirtschaftliche Comeback schaffen. Wir haben uns als Bundesregierung das Ziel gesetzt, 500.000 Menschen innerhalb eines Jahres wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen, in Beschäftigung zu bringen. Das ist möglich, aber das sind ambitionierte Ziele. Und ich werde mich da sicherlich nicht beirren lassen, sondern gemeinsam mit dem gesamten Regierungsteam weiter an diesen ambitionierten Zielen arbeiten. Dass man zwischendurch angezeigt wird, sich dann rechtfertigen muss, all das ist nicht angenehm. Ich gebe zu, man würde sich als Politiker wünschen, dass man sich ausschließlich auf die Arbeit konzentrieren kann. Aber anscheinend gehört das heutzutage in der Politik dazu. Mein Stil ist es nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Österreicherinnen und Österreicher diesen Stil schätzen. Aber er wird von SPÖ und NEOS so gewählt. Aber das heißt, die Verlängerung der Ausschussarbeit wäre kein... Der Urschuss wird nicht verlängert werden. Die Oppositionsparteien haben sowieso die Möglichkeit, wieder einen neuen Urschuss einzuberufen. Ich kann die Journalistinnen und Journalisten wie Sie nur einladen, bitte setzen Sie sich einmal einen Tag in den Urschuss, schauen Sie sich das an, machen Sie sich selbst Ihr Bild, wie es dort zugeht und dann stellen Sie sich die Frage, ganz objektiv, ob das wirklich ein Gremium ist, das der Wahrheitsfindung dient oder ob es da nur darum geht, den politischen Mitbewerber anzupatzen oder schlecht zu machen.
die Verfahrensrichterin. Das ist eine sehr, sehr anerkannte Juristin, war Richterin auch an einem obersten Gerichtshof, hat bewusst zurückgelegt ihre Aufgabe als Verfahrensrichterin und hat gesagt, sie will diesen Job nicht mehr machen. Jeder Mörder wird vor Gericht mehr mit Respekt behandelt als eine Auskunftsperson im Urschuss. Das heißt, Herr Vizekanzler, für dich ist auch schon klar, dass die Ausschussarbeit nicht weitergeht. Sondern allenfalls ein neuer Ausschuss. Ja, es sind ein bisschen viele Spekulationen im Raum, aber bleibe ich nur bei dieser. Es gibt mehrere Wege, dass der Ausschuss weiterarbeiten kann, wenn er will. Das ist ja offenkundig, weil die verschiedenen Geschäftsordnungsmöglichkeiten so sind. Im Übrigen würde das Statement des Bundeskanzlers mich noch einmal stärker dazu verleiten, dass wir das jetzt wirklich einmal durchsetzen, dass diese Ausschüsse öffentlich werden. Dann kann sich tatsächlich jeder selber ein Bild machen. Mag vorkommen, dass manche diesen Eindruck haben, wie vorher geschildert. Es gibt aber auch dort das Bemühen um Aufklärung. Es ist tatsächlich zum Unterschied von einem Gericht eine andere Institution. Aber ich möchte es nicht so stehen lassen, dass das keine wichtige Institution wäre. Wir haben ja lange dafür gearbeitet, dass es diesen Urschuss mit dieser Verfahrensordnung gibt. Da gibt es sicher weitere Verbesserungsmöglichkeiten, tatsächlich, aber er ist auch ein Kontrollinstrument des Parlaments und das wird im Übrigen auch entscheiden. Aber tatsächlich merke ich kenne das ja von früher von der anderen Seite, ich habe ja auch die Verfahrensordnung mitentworfen, tatsächlich merke ich, dass es derart unterschiedliche Eindrücke und Wiedergaben dasselben gibt, dass es wirklich an der Zeit wäre, dass diese Ausschüsse so wie in der Bundesrepublik über weite Strecken öffentlich sind, wenn es um besondere Vertraulichkeiten geht, Schutzwürdigkeiten, vor allem auch der Rechte Dritter, da muss es natürlich vertraulich bleiben, das ist selbstverständlich, weil wir müssen tatsächlich die Rechte von vielen wahren, aber es ist eben so in modernen Demokratien, dass das Parlament kontrolliert, in dem Fall natürlich ex post. Wir haben jetzt allerdings in der Regierung, um das Vorige aufzugreifen, tatsächlich die Aufgabe, nach vorne zu arbeiten und da gibt es genug zu tun. Und darauf legen wir hier jetzt unseren Schwerpunkt. Lassen Sie mich nur kurz ergänzen, nicht damit da ein Widerspruch entsteht, wo keiner ist. Ich halte den Urausschuss grundsätzlich von der Idee her auch als ein wichtiges parlamentarisches Tool. Keine Frage. Es ist gut, dass es verschiedene Institutionen in unserer Republik gibt und da gehören natürlich auch Ausschüsse dazu. Die Frage ist nur, wie sind dort die Regeln, wie verhalten sich dort die Beteiligten und ist das am Ende des Tages etwas Positives für unsere politische Kultur oder nicht? Aufklärung ist immer etwas Positives für unsere politische Kultur. Eine objektive Befragung als Zeuge vor Gericht oder bei der Staatsanwaltschaft jederzeit und ist sicherlich auch immer etwas Positives für unsere politische Kultur, wenn es überhaupt etwas aufzuklären gibt. Aber wenn eine oberste Richterin solche Worte wählt und sagt, ein Mörder wird vor Gericht mit mehr Respekt behandelt als eine Auskunftsperson im Urausschuss, dann sollte uns das zu denken geben. Und vielleicht, wenn es Sie interessiert, ich habe in den letzten Tagen auch mitbekommen, dass sich einer der anerkanntesten Staatsanwälte aus Österreich zu Wort gemeldet hat, mit anderen Formulierungen, aber auch sehr eindeutigen Formulierungen zu der Art und Weise, wie Urausschüsse stattfinden und daher überhaupt kein Widerspruch zum Vizekanzler. Die Institution als solche, die Grundidee dahinter, eine absolut positive. Die Art und Weise, wie das jetzt betrieben wird, dass wenn man nach jahrelangen Vorwürfen gegen mich feststellt, da gab es keine Korruption, da gab es keine Bereicherung, all die Vorwürfe, die in den Raum gestellt worden sind, haben sich als falsch herausgestellt, dass man jetzt versucht, aufgrund von Wortglaubereien eine Falschaussage zu zimmern, also das ist schon etwas, das gibt mir und ich glaube auch einigen anderen zu denken.